Hey Skat-Freunde, lasst uns blitzschnell ins Rätsel der letzten Woche eintauchen. Skat ist ein Schlachtfeld von meinem guten Skat-Freund Christoph. Und das Lustige war, er hat das Rätsel vor, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Monaten erlebt, die Partie, hat das eingereicht und jetzt kommt das Rätsel raus und er hat selber ausprobiert und ja, keine Ahnung, wie es zu lösen ist. Ein paar Versuche schon und dann erstmal wieder zur Seite gelegt, denn geschummelt wird nicht, sagt er. Ja, guter Ansatz. Chrissy, hast du es inzwischen gelöst? So. Aber das Rätsel hat natürlich das, was so ein gutes Rätsel an sich ausmacht. Ich meine nicht jetzt, dass 5 Trumpf dagegen stehen. Klar, es ist hier in dem Fall wieder mal eine Extremverteilung. Hinterhand spielt Kreuz zu unserer Überraschung, wo wir 5 dagegen haben. Sondern dass sich eigentlich im ersten Stich die Karte schon sehr weit klärt und deswegen auch potenziell am richtigen Skattisch hier die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen wären, ne? Einfach nur das Bekannte 1 und 2 zusammenzählen, ganz einfach, dann ist doch klar, wie das Spiel jetzt fortzusetzen ist oder nicht. Naja, also Musterbeispiel für das, was ich gerne als ABC-Regel erkläre: Alleinspieler wirft auf die Farbe A, das ist Pik, die Farbe B ab, das ist Herz, also muss er in der Farbe C in Karo natürlich stark sein. Und da er ja auch in Trumpf offenbar kein Trumpf volles hat und auch höchstens 6 Trümpfe, wird er wohl auch genau diese 6 Trümpfe haben, hat jetzt seine blanke Herz-Lusche wahrscheinlich abgetragen. Gut, kann auch noch das Herz-Ass dabei sein, aber schon sehr typisch, dass er eine Blanke jetzt abträgt und dann noch ein Karo Ass zu dritt etwa. Und da kann man doch erstmal denken, Mensch, das spielt sich ja ganz einfach. Mein Partner hat die ganzen vollen Herz Ass, Pik Ass, Karte ist geklärt. Ich habe bald Trumpf vollen, 5 Trumpf dagegen. Da passiert überhaupt nichts und setzt jetzt irgendwie das Spiel so ganz easy fort. Beziehungsweise hier in dem Moment, wo das Rätsel startet, sehen wir es auch. Es ist genau so. Unser Partner hat auch noch, es ist nicht mal eine 10 gedrückt. Der hat Pik Ass 10, der hat Herz Ass 10 und kein Trumpf. Also du könntest denken, ja, was ist denn das hier bitte für ein Rätsel? Das ist der reine Spaziergang. Ist doch lächerlich, ne? Kriegen wir 80 Augen oder 70? Irgendwie so mal eine Daumenpeilung und spielst du jetzt ganz locker, ob du jetzt Pik Lusche zurückspielst oder dann Herz Lusche, aber sagen wir mal Pik Lusche. Und dann kann man das mal ein bisschen ausprobieren. Und dann wird man feststellen, der gewitzte Alleinspieler, natürlich jetzt hier in einem Rätsel-Setting oder im Original wurde die Partie, denke ich, beim Ondeux gespielt, der ahnt dann natürlich auch die Karte, spielt ideal. Der geht einfach nicht mit Trumpf los, sondern spielt erstmal Karo, einmal von oben, einmal von unten und dürfen wir wieder. Okay, spielen wir halt nochmal Herz, sticht der wieder, okay. Auch wenn wir jetzt eben auf Trumpf gewechselt hätten, hätte es uns schon nicht mehr geholfen. Und an der Stelle ist es interessant, wir kriegen das Spiel schon längst nicht mehr gelöst, wir können es nicht mehr gewinnen. Wenn wir hier mitnehmen, machen wir sogar noch weniger, als wenn wir hier wegbleiben. Ein Auge, glaube ich. Also von daher hier den noch laufen zu lassen, ist sogar das, was die Engine jetzt empfiehlt. Aber dann seht ihr es schon, die ganzen Vollen, die kriegen wir alle gar nicht. Der Alleinspieler sammelt da noch das eine oder andere von ein, ne? Eben eins und jetzt kriegt er gleich halt auch noch die Kreuz 10 nach Hause. Mit anderen Worten, das war jetzt ein Rohrkrepierer und wir gehen deswegen gleich nochmal in die nächste Runde. Das ist das, was ihr sehr wahrscheinlich halt auch rausgefunden habt, ne? Wenn man das erstmal so anfängt loszuspielen, dass das sehr häufig einfach überhaupt nichts wird. Und man fragt sich so, warum denn nicht? Wie ist denn das nur möglich? So eine starke Gegenkarte und so viele Volle bei unserem Partner. Die Antwort ist, ja, der Alleinspieler wickelt eben das Stellungsspiel so ab, dass er euch selber mit Trumpf kommen lässt. Und dann scheitert ihr eben. Und deswegen gibt es tatsächlich hier nur eine Karte, oder eine Idee, die im zweiten Stich jetzt das ganze Dilemma auflöst. Das ist hier die eine Idee, die alle Probleme beseitigt. Und wie gesagt, es ist ja an sich schon direkt nach dem ersten Stich potenziell auch mit verdeckten Karten erkennbar, was dem Alleinspieler zum Vorteil gereicht ist, dass Karo 2 zu 2 verteilt ist und dass deswegen er da sowohl einmal oben unten spielen kann, also vom Stich wegkommt und euer Partner eben dann auch noch nicht schmieren kann. Dass wir im Endspiel jetzt Trumpf volles verlieren, haben wir ja auch gesehen. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden gegen diese drei Bauern. Und deswegen, was ist jetzt hier die Idee, auf die wahrscheinlich am echten Skattisch der Spieler am wenigsten kommt? Und das ist so ein bisschen das Kuriose an diesem Rätsel. Das ist wahrscheinlich die letzte Karte, die du dir vorstellen kannst, dass das die richtige Idee ist. Und das ist aber die richtige Idee. Und zwar das Opfer des Trumpfvollen quasi, der eben sowieso weg ist, in diesen Stich vorzuverlegen. Es kann
Trumpf Ass oder Trumpf 10 hier gespielt werden. Das Entscheidende ist, wie gesagt, der ist ohnehin platt, aber jetzt kann der Partner eine Karo Lusche abwerfen und jetzt hat der Alleinspieler das Problem, wenn er Karo von oben spielt, um danach wieder unten rauszuspielen, kann schon der Volle geschmiert werden und wenn er von unten spielt, dann fallen zwar auch nur die 10 Augen, aber dann können wir ihn wieder in Karo mit der Dame zurückspielen und in beiden Fällen ist das Stellungsspiel für uns so viel besser, dass wir eben einfach ein volles Mehr bekommen. Deswegen versucht der Alleinspieler es jetzt hier auch gar nicht auf dem Weg, sondern geht jetzt einfach mit Kreuz weiter, also mit Trumpf nehmen wir, mit dem Ass und jetzt ist es dann auch schon wieder fast egal, Herzlusche, Piklusche. Jetzt haben wir den Knoten halt schon zerschlagen. Er kann jetzt hier auf verschiedenen Wegen fortsetzen, ohne dass er eine Chance hat. Ne? Und ja, wir können jetzt auch hier Trumpf spielen, wir können Herz spielen, das ist alles egal. Wir stehen jetzt auf 45, kriegen halt den Karo König beschmiert. Auch so hat der Alleinspieler hinten raus noch die Trumpfgabel mit Herz und Kreuzbube gegen unseren bestellten Pikbuben. Aber jetzt reicht es ihm eben nicht, weil wir den einen vollen extra gemacht haben. Und ja, einfach kurios auf eine gewisse Weise.